Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich hatte es ja im Livestream schon angekündigt. Ich habe gedacht, oder ich habe besser gesagt, Tobi ist es dir schuldet. Der hat mich indirekt auf die Idee gebracht. Ich habe, Tobi ist ein Abonnent von mir. Erstmal Grüße, Tobi. Ich habe mit ihm über WhatsApp geschrieben und er hat gefragt, was da jetzt nächstes so kommt. Und da ist mir dann so, habe ich so von der Küche erzählt und da habe ich gedacht, nur Küche zeigen, ist ja doof. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, was denn Odin kocht? Weil ich habe ja 6000 Abonnenten mittlerweile wieder mal, eine runde Zahl ist es. Und ja, mein richtiges 6000 Abonnenten-Special kann ich bei dem Wetter so direkt jetzt, denke ich mal, nicht machen. Ich muss gucken, wie ich das mache, weil hier schneit das ohne Ende immer. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal Odin kocht. Und nicht irgendwas. Nein, wir kochen tote Oma. Klingt komisch, ist aber so. Nicht wundern, das ist mein Kühlschrankschwein. Tote Oma ist ein DDR-Rezept. Dürfte man im Westen eigentlich nicht wirklich kennen. Ich habe hier beim Neumarkt-Fleischer, also beim Fleischer hier im Ort, der kommt auch aus meiner alten Region hier, aus meiner Stadt, wo ich herkomme. Der hatte so ein Sparangebot am Donnerstag. Da habe ich mir erstmal frische Leberwurst für 1 Euro noch was geholt und für 9 Euro dreimal das Sparangebot. Hier, so, hier ist das. So, da ist das Logo vom Neumarkt-Fleischer, also richtig vom Fleischer habe ich sie geholt und von da komme ich auch her. Das werdet ihr alles später noch sehen, wo ich herkomme. Wie gesagt, das richtige 6000 Abonnenten-Special kommt auch noch. So, dann räumen wir das hier mal weg. Und das Sparangebot besteht, wenn wir alles auspacken, zeige ich euch. So. Das Sparangebot besteht aus einmal Blockwurst, also tote Oma. Blutwurst, Blockwurst, ich weiß jetzt nicht genau, ist tote Oma. Und einmal Sauerkraut. Ja, die beiden ist das Sparangebot, ist halt tote Oma. Das ist, alle zusammen habe ich für dreimal davon habe ich bezahlt 9 Euro. 369, also 3 Euro für eh mal so. Und ja, das wollen wir machen. So, ich habe mir auch schon einen Zettel gemacht, weil ich ja meistens sehr vergesslich bin und deswegen habe ich mir nur aufgeschrieben, was da alle drin kommt. So, aber wir fangen jetzt erstmal, achso, ich habe mir noch von meiner, weil ich habe ja keine Margarine, ich habe von meiner Mutter mir noch Margarine mitgenommen. Das werdet ihr auch gleich noch alles sehen, was wir brauchen. Ich werde das noch erklären, ich gucke nur, was ich hier noch brauche. Mein Liebesknochen habe ich noch. Käse brauchen wir jetzt nicht, das war's. So, dann brauchen wir Salz, brauchen wir. Pfeffer brauchen wir. So, Wasser brauchen wir auch. Dann nehme ich mir meinen Messbecher. So. Aber wir fangen erstmal an, würde ich sagen, mit den Kartoffeln. Weil die länger brauchen oder am längsten brauchen. Nicht wundern, was da so laut im Hintergrund ist. Das sind die Kinder, beziehungsweise meine Nichte und meine Tochter. Die gucken gerade Kasperletheater in 3D, aber die wissen, dass sie nicht rein dürfen. So, dann brauchen wir hier immer Wasser. Nee, wir brauchen immer die Kartoffeln, wo habe ich die jetzt hingepackt? Oh, muss ich mal das Stativ hier wegmachen. So, hoppala. Ist der Sack mit den Kartoffeln gerissen. Ah. Zwiebeln habe ich ohne von meiner Mutter mitgekriegt. Ich habe nämlich extra Scholle Kartoffeln. Ja, sind jetzt keine speziellen Kartoffeln oder so, nicht, dass er sowas denkt. Aber Scholle ist aus meiner Region in der Stadt, also aus meiner Stadt hier, aus da wo ich groß geworden bin, hinten am anderen Ende. Einer, der hat halt einen großen Acker und der zieht halt Kartoffeln, hat ein Kartoffelfeld. Der macht noch die alten Sorten
Und das sind Scholle-Kartoffeln, so sagt meine Nichte immer dazu, das sind Scholle-Kartoffeln. Ich mach mal so hoch, sieht ein bisschen freundlicher aus. Das sind ganz normale Kartoffeln, aber die sind von Scholle, deswegen Scholle-Kartoffeln. So, drehen wir euch ein Stück. Die machen wir jetzt erstmal sauber. So, müsste eigentlich reichen. So, dann immer hier Wasser rein heißet. Da brauchen wir nicht so viel. Müssen wir sowieso ein bisschen was Wasser ablassen. So, jetzt waschen wir die Kartoffeln hier immer nochmal sicherheitshalber durch, dass wirklich der kleine Dreck und so alles abkommt. So, einmal. Zweimal. Also die Kinder, die, also Kasperle Theater habe ich ja Odin war shoppen oder Odin war einkaufen gemacht. Also scheint wohl gut anzukommen, auch bei Neunjährigen und Achtjährigen, also scheint wohl lustig zu sein. Also Onkel, selbst die gucken das. Weil Onkel hat ja geschrieben, dass Neun, dass in dem Alter das nicht mehr gucken werden. Die gucken es. Ihr hört das. So. Achso, weil ich die ja nicht schneiden kann, gehen ja nicht so viele Kartoffeln drin. Ich habe ja auch keinen richtig großen Topf, weil den brauche ich ja für die tote Oma. Muss ich wahrscheinlich doch zwei Töpfe machen für tote Oma. Obwohl doch, das reicht. Aber ich will ja für morgen auch gleich noch machen. Obwohl, morgen essen wir bei meiner Mutter. Muss ja meine Nichte zurückbringen. Und da gibt es irgendwie Suppe oder so. Katzen flitzen hier gerade rum und machen, wie immer, Blödsinn. Also wenn es richtig losgeht mit dem Kochen, könnt ihr Glück haben, dass hier wieder die Katzen angeschissen kommen. Dass ihr hier irgendwo Katzen rumflitzen seht. So. Na, passen hier alle drin. Einfach mal Trick 17. So. Was nicht passt, wird passend gemacht, würde ich sagen, wa? Ja, das. Dann müssen wir die nur hochkant stellen. Ich krieg das schon alles. Irgendwie krieg ich schon hin. Ja, passt. Passt, Bucket hat Luft. So. Ne, passt nicht. Passt nicht. Psst. Ach Mensch. Ich will gleich noch einen kleinen Topf. Kopper Platz. Hab Platz und Zeit, also von daher nehmen wir hier noch einen kleinen Topf. Ja, die Ohr noch. Opala. So, dann können wir noch eine kleine nehmen. So, eine hier. So. So, haben wir einmal. Hoppala. Und dann reicht es doch noch. Dann machen wir hier doch noch ein paar andere. Machen wir doch mit zwei Töpfen. Dann weiß ich wenigstens, dass ich die nächsten Tage genug habe. Weil ich habe ja gleich drei Pakete geholt. So, dann machen wir das einfach mal, warte mal, das ist eine große, machen wir da mit drin, hier machen wir die kleine mit drin. Passt, Wackelt hat Luft.
passt hier so ja noch inneren. Ich habe ja auch keinen Bock, hier jeden Tag hier Kartoffeln zu machen. So. Das reicht jetzt locker bis Montag. Das ist für mich für Montag, das ist für heute und für morgen. Obwohl wir morgen ja bei Oma essen. Von daher passt das ja auch eigentlich schon wieder. So. Mein Mikrofonkabel ist nicht so lang. So, dann müssen wir mal gucken, wo haben wir denn hier Platten? Ich habe mich mit meinem neuen Herd noch nicht so angefreundet, wo hier welche Platten sind. Ne, das ist der Ofen. Das ist eine Platte. Ich mach mal einfach alle drei an, alle vier. Dann werden wir mal gucken, welche klein und welche groß ist. Die ist hier vorne groß, nämlich für die tote Oma. Also der kann aus. Hinten ist ein kleiner, den nehmen wir für den Kleintopf. Und dann haben wir noch einen großen. Dann machen wir den Topf drauf. So. Und dann kann das auch aus. Bin ich gar nicht gewöhnt, so viel Platz zu haben in der Küche. Also auf dem Herd. So. So. Und dann nehmen wir noch einen Topf. Den machen wir hier drauf. So, und da soll ich, hat meine Mutter gesagt, tote Oma drin machen und Margarine. Margarine habe ich nicht. Ich habe immer nur Butter. Mutti hat gesagt, das schmeckt nicht so toll. Man sollte schon Margarine nehmen. Weil Butter ja auch einen eigenen Geschmack hat. Dann habe ich hier noch ein Lorbeerblatt. Nee, wo ist es? Da, so ein Pigmentkorn und ein Lorbeerblatt, das soll ich dann auch noch mit drin machen, hat sie gesagt. So, dann nehmen wir hier einfach mal ein bisschen Margarine raus. Ist das überhaupt an? Ach, ist nicht mal an. Ach, habe ich ja ausgemacht. So, noch mal ein bisschen Margarine. Mit Margarine muss man nicht sparsam sein. Also ich koche auch selten genau nach Rezept. Ich mache meistens dann immer irgendwas noch da zusätzlich drin oder mehr oder weniger oder was weiß ich. So, dann haben wir das und dann sollen wir die tote Oma mit drin machen. Und einen Schluck Wasser. Wasser brauche ich auch noch. Ja, bei dem Sauerkraut soll ich ja auch mit drin machen. Habe ich mir nämlich vergessen bereitzulegen. Majoran habe ich nicht. Zwiebel müssen wir schneiden. So, in der Zeit, wo das jetzt hier gerade heiß wird, nehme ich mir jetzt hier einfach mal, das Brett kann weg. So. Und da ich ja nicht so der Zwiebelfreund bin und meine Tochter auch nicht, werde ich die Zwiebel nur pellen und einmal durchschneiden und so mit drin machen. Dann kann man sie später leichter wieder raussammeln. Aber die Mutti hat gesagt, die muss wohl mit drin, sonst gibt es nicht so einen schönen Geschmack. So. Machen wir hier die Zwiebel immer durchschneiden. So. Kann ich euch auch mal gucken. Kann das ja auch irgendwie gucken, dass ich das hinkriege, dass ich euch das zeige. Ach, Entschuldigung. So, da habe ich jetzt praktisch die Kartoffeln drauf. Hier die Margarine, seht ihr ja. So, und jetzt die tote Oma. Ich glaube, es ist Plockwurst. Weiß es nicht. Wenn Ossi gerade zuguckt, könnt ihr ruhig runterschreiben, was das für eine Wurst ist.
glaube, Plockwurst heißt die. Ich weiß es nicht. Nein, das mache ich nicht, weil ich Langeweile habe oder keine neuen Ideen habe oder sowas in der Art. Nein. Deswegen mache ich das hundertprozentig nicht. Wurde mir beim letzten Abonnenten-Special wurde mir vorgeworfen, ich mache das, weil ich keine neuen Ideen habe. Oder mit dem Staubsauger war das so. Das letzte Abonnenten-Special, das an Tüting und an Glasing, wo ich Nutella angeglast habe und Bonbon und Apfelringe gemacht habe, das haben ja auch einige von euch zu Bier ernst genommen. Das war einfach nur ein Spaß. So, und jetzt richte ich euch mal runter. Ich habe die jetzt hier so einfach mal so in Scheiben geschnitten. So, die kommt jetzt hier rein. Okay. Ich weiß, das sieht immer gefährlich aus, wenn ich irgendwas schneide. Das mache ich jetzt noch ein bisschen kleiner, dass ich das besser verteilen kann hier drin. Doch ein bisschen viel aus. Ach so, hier kann ich ja nicht einfach so machen. Weil der Topf, der ist nämlich nicht isoliert und deswegen tut das schon mal schnell weh. Lucky, Tiger, na, wo seid ihr? Hier, da, Lucky, du auch. Da, da ist es doch. Mensch, bist du Trottel, ey. Hier, Lucky, da. Sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Macht mir das auch nicht nach, was ich hier mache mit dem Messer, weil... Ernste Verletzungsgefahr. Ich wurde mal gefragt, wenn ich mich beim Auspacken wirklich mal schneide, ob ich das rausschneiden würde oder drin lassen würde. Ich würde es drin lassen. Weil Unboxing heißt bei mir Unboxing und es ist ein richtiges Unboxing. Also alles beim ersten Mal. Und von daher würde das definitiv drin bleiben. So.
Ja, das Wasser kocht schon. So muss es sein. Tigger, Tigger, hier für dich auch. Oh, das ist eine Mausi. Die ist jetzt nicht hier, weil die hat Schiss. So. Ein großes Stück für Mausi. Ja, die anderen haben wir schon gekriegt. So. Lucky, Tigger, Mausi. Tigger, Lucky. Du hast doch noch da liegen, du Idiot, Mensch. So, Mausi, Lucky, Tigger. Na, ess mal du auf. Hier hast du noch was. Ja, du auch. So. Achso, dann bräuchte ich wieder Handtuch, damit ich das hier vernünftig festhalten kann. Ihr seht schon, dass es hier so eine sehr breiige Masse wird. Aua, scheiße. Muss ich mir mal neue Töpfe holen, ey, der nervt. Ja. Was hat Oma gesagt, was soll noch hin? Ein Schluck Wasser. Was ist denn ein Schluck bei ihr wieder? Das ist ein Schluck. Dann machen wir die Zwiebeln doch noch ein bisschen grober. So. Kann ich dann nämlich schön raussuchen, die Zwiebeln. Ich bin kein Zwiebelfreund, muss ich echt sagen. So, dann kommt das noch mit rein. Komplett. Und eins davon. Oder? Kommt ihr darin oder bei Sauerkraut, Margarine, Wasser, Salz, Pfeffer, Gewürze von Oma. Okay, dann kommt das hier raus. Habe ich es falsch gemacht. Sag ich ja. Ich wieder. Kommt das beiseite, das ist nämlich für... schmeckt aber schon lecker. Das ist nämlich für das andere. Mann, das nervt mich, warum kann ich das hier nicht vernünftig festhalten? Wo ist jetzt mein... Ich hatte doch eigentlich mal so einen Kochhandschuh. Macht sich besser. Ach so, Essig brauche ich noch. Oma hat gesagt, wenn das Sauerkraut zu süß ist, Essig ran. Wenn es zu salzig ist, zu sauer ist, Zucker ran. So, ich habe nämlich hier, das ist mein Teil, aber wieso muss ich, scheiße, muss ich so halten. Toll, bin ich doch gar nicht gewöhnt. Muss ich so machen. Bleibt mir nicht an und übrig, ist aber genauso gepolstert auf der Seite, denke ich mal. So,
Ehe dann unten wieder hart wird, mal stellen wir mal hier auf 2 runter. Dann nehmen wir uns Salz. Pfeffer. So, der schwarze. 1, 2, 3, 4. Jetzt brauche ich den Handschuh wieder. Ja. Sieht sehr eklig aus, also für euch, denke ich mal, also für mich jetzt nicht, weil ich bin es ja gewöhnt, aber ich denke mal, für euch sieht es sehr eklig aus. Was los? Ja, warte noch kurz, ich bin gleich fertig, Anne. Na, warte, jetzt kannst du. Nicht rein hier, raus! Ihr wisst ganz genau, ich möchte nicht, dass ihr in den Videos auftaucht. Wenn ihr alt genug seid, könnt ihr selber machen, könnt ihr euch dafür entscheiden, aber momentan möchte ich das nicht. So, jetzt kann ich euch das mal zeigen. So. So sieht es jetzt aus, also sehr gewöhnungsbedürftig, ja. Sieht aus wie schon mal gegessen. Mit Zwiebel um. So, dann machen wir das mal wieder auf den Herd. Stellen auch die Stufe mal runter. Ach, auf 2 reicht eigentlich, oder? Machen wir auf 1. So, Margarine, Salz, Pfeffer, Zwiebel habe ich auch drin. Schluck Wasser. Also Margarine habe ich drin, tote Oma habe ich drin gemacht. Ein Schluck Wasser ist drin, Zwiebel ist auch drin. Salz, Pfeffer auch, Majoran brauche ich nicht. Kosten hier. Ja, oh, ein bisschen scharf ist es mir geworden. Ein bisschen zu viel Salz, ein bisschen Pfeffer. Aber das geht schon. Kommen ja noch Kartoffeln dazu. Und Sauerkraut. Aber so schon okay. Das lassen wir jetzt auf jeden Fall noch köcheln. Dann würde ich sagen, jetzt stelle ich auch runter auf 1. Dann lassen wir das mal ruhig vor sich hin köcheln. So, die Kartoffeln sind auch noch am Machen. Dann wollten wir noch Sauerkraut machen. Muss mal gucken, ob ich für Sauerkraut überhaupt noch einen großen Topf habe. Könnte das hier reinpassen? Na, werden wir mal sehen. Werden wir ja sehen, wenn nicht, muss ich halt. Hoppala. Fehlt mir noch der Griff. So. Und Sauerkraut hat meine Mutter gesagt, soll ich Margarine nehmen, Wasser, Salz, Pfeffer und Gewürze. Okay, also machen wir hinten die hinterste Platte an. Auf 3. Dann nehmen wir hier Margarine von Oma. Ein Kleen mit Gesicht. Ja. Nehmen wir hier ein bisschen Margarine raus. So. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Margarine raus. Kann ich hier bei der toten Oma eigentlich noch ein bisschen Margarine drin machen.
Margarine kann man nie zu viel. So. Aber ein bisschen muss ich aufheben, falls ich dann doch noch mit zwei Töpfen machen muss. Aber ich denke mal nicht. Ich denke mal, der wird schon passen. Achso, Wasser brauche ich auch noch. Also mache ich dann erst drauf. Bei meinem Glück. Hat geklappt. Einmal Sauerkraut. Oh. Müsste vielleicht doch so ja ausreichen. Nochmal Sauerkraut. Oh, passt doch. Passt. Oh. Jetzt habe ich das Sauerkrautwasser hier auf dem Herd. Klasse. Nicht rumtun, hinsetzen. Ich sehe das auch von hier. Hab überall Augen. Hab selbst Augen im Hinterkopf. So. Okay, dann ein Schluck Wasser dazu, wie Oma sagt. Nur einen Schluck mehr. So, Margarine, Wasser, Salz, Pfeffer, Gewürze. Also Salz und Pfeffer soll ich hier auch hin machen, hat Oma gesagt. Also einmal Salz. Pfeffer. Was? Jetzt bleibt er da, ihr wolltet den Film gucken. Der ist zu Ende? Ja, warte, dann mache ich euch gleich. Mache ich euch gleich Fernseher, einen Augenblick. Oder wollt ihr spielen? So, dann, ich habe die Tür zu, ihr könnt ins Zimmer. Ja, logisch. Ich sag noch, jetzt ist die Tür zu, jetzt könnt ihr ins Zimmer. Los, ab, huschig. Oh, ihr seid wieder so lahmarschig heute. Und meine wundert sich wieder, ihr, oh, meine Papa hat eine Tür zu. Ich sag, weiß ja nicht. Ich sag noch, ich mach die Tür zu, damit... Ah, Kinder. Aber hier, das ist, sieht schon toll aus. So, wenn wir mal kosten hier so eine Ecke, so ein bisschen. Hm, ja. Da ist tote Oma. Ich zeige euch das nochmal. Das ist tote Oma. Bestimmt nicht euer Ding. Viele denken, aber nicht nur sagen, auch mal kosten, das schmeckt echt lecker. Ihr müsst ja nicht gleich so viel machen wie ich. Ich mache ja nur so viel. Für mich und die Kinder und soll ja halt für heute und morgen reichen, obwohl wir morgen ja bei Oma sind.
Aber dann habe ich wenigstens noch Montag was zum Essen. Weil in der Woche koche ich ja nicht. Die Kleine ist in der Schule, beziehungsweise im Hort. Und für mich alleine koche ich nicht. Da esse ich abends eine Stulle mit oder zwei Stullen mit. Und dann machen wir auch ein bisschen mehr Stullen und das reicht. Das ist noch zu wenig Wasser, glaube ich. Das brennt mir an da unten hier an. So. Und jetzt habe ich garantiert zu viel Wasser, aber das verkocht sich ja. So. Durchrühren hier. Ach, so. Dann nochmal Salz und Pfeffer. Salz. Pfeffer. Die Gewürze von Oma. Einmal. Und das Blatt komplett drin. Ja, das machen wir hier mit runter. Oma hat jetzt auch nicht gesagt, ob das für eine Person oder für drei. Also ich habe ja dreimal hier Sauerkraut. Hätte ich mal vorher noch mal fragen sollen. So. Mal gucken. So viel Wasser raus hier. Ein bisschen Wasser nachmachen hier. Kann die Kartoffeln ja nicht kochen. Vor allem nicht die großen. Wollt doch noch mal Wasser heißet. Hier auch noch mal ordentlich Wasser dazu machen. Hätte ich eigentlich eh eine Kleine von hier nach darüber nehmen können. So, passt nämlich hier besser drin. Und die sind aber eigentlich auch schon relativ gut. Heiß. Ecke weg, Ecke weg. Und die übrig bleibt hier, wird nicht weggeschmissen. Nee, die Katzen kriegen dann nachher auch noch was ab. Ja, nicht jetzt. Kartoffel. Müsst ihr mal hier gucken, ey. Kartoffel. Kartoffel. Das ist ja raus aus dem Bild, ey. Ist da nicht. So, Vorführeffekt, da ist er. Ja, die brauchen noch ein bisschen. Tja. Ist aber noch warm. Mausi, Nacki. Hier. Oh, für dich ein Stück Kartoffel. Nacki. Nacki. Also die brauchen definitiv, brauchen die noch ein bisschen. Aber so an sich schon fast fertig.
Mausi? Ich habe eine tote Oma für dich, Mausi. Kriegst du nachher alleine. Nicht, dass die anderen das wegfressen. So. Ich müsste mal kurz warten. Ich lasse mal die Cam hier einfach laufen. Ihr könnt mal die Töpfe beobachten. Geh mal schnell zu den Kindern. Die wollen immer Kartoffeln kosten. Die Kids spielen Krankenhaus. Josie hat ihre komische rote Lichterkette mit den Herzen an. Anne liegt im Bett. Ja, Anne ist auch wirklich krank. Also die hat Bauchschmerzen und Kopfschmerzen. Und seit gestern schon. Aber manchmal jetzt, kurzzeitig, manchmal nicht. Na, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Weil eigentlich sollte sie über Nacht bleiben. Wenn es ihr nicht gut geht und die nach Hause will, dann geht sie halt nach Hause. Ist ja auch kein Problem. Wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. So, was sagt denn eigentlich die Uhr? Die Uhr sagt, bin ich doch fast perfekt hier. 12.26 Uhr, das ist doch super. So, und ein Foto schicken. Achso. Lieber Vodafone-Kunde, vergiss nicht. Ja, ist mir ja, leck mich. So, wo ist meine Mutter? Da ist meine Mutter. Die kriegt auch mal ein Foto. So, und dann müssen wir hier den Sauerkraut nochmal umrühren. Ach, shit. Das hasse ich immer an Essen, was ich eigentlich so an sich nicht esse. Ich esse tote Oma mit Kartoffeln. Sauerkraut ist jetzt nicht meins. Aber die Kleine mag das halt. Also meine Tochter und meine Nichte. Und ich mache das halt für die Weiber halt mit. Ist jetzt nicht so meins. Aber ich muss dann ja auch immer kosten. Und das ist jetzt nur... Bäh. Bäh. Ein Sauerkraut. Schmeckt sauer. Also ich würde sagen, geht. Sauer soll es ja schmecken, Sauerkraut. Nochmal nachträglich nochmal gucken, sicherheitshalber. Aus der anderen Ecke. Oh ja. Oh ja, das geht. Ich würde sagen, ist so fast fertig eigentlich. Muss aber nochmal einen Schluck Wasser drin. Ist so trocken. So, ja. Jetzt wird es wieder schön. Jetzt hat er wieder eine schöne Konsistenz. So muss das sein. So. So ist es schon okay. So, was brauche ich jetzt noch? Genau.
einmal, zweimal Unterlage. Und dreimal, weil heute sind wir ja zu dritt. So, das macht meine Tochter gleich. So, jetzt muss ich euch mal kurz Richtung Decke machen, damit ihr das nicht seht. So, Josie? Ja? So, einmal das, warte. Halt, warte. Ja, ich räume meinen Platz alleine auf, räume halt einfach zusammen. Und dann kannst du weiterspielen, ist Essen aber bald fertig, ja? Ja. Gut. So, und da bin ich auch schon wieder. Achso, ich brauche ja dann noch, ganz wichtig, das muss ich mir nachher noch auf den Tisch stellen. Eine Schale für Kartoffeln. Also nicht für Kartoffeln, sondern für die Kartoffelschale. So. Ich esse immer Kartoffeln, wenn ich gerade Kartoffeln mache, mit bei. Finde ich lecker. Also, Mausis Plattwurst. Neue Schüssel. Trinken. Trocknet ja aus hier. Jetzt schneit hier. Letztes Mal hat es ruhig geschneit, ich war schnell wieder weg. Ja, das sieht schon etwas hartnäckiger jetzt aus. Brr. Nicht mein Ding. Also Schnee ist nicht mein Ding. Meine Tochter hat sich auch erst den Tag gefreut, wo sie in der Schule ist. Juhu, Schnee. Toll, super. Ja, wie gesagt, wird aber eine dicke Hose angezogen. Nee, für ja, habe ich gesagt, wird aber eine dicke Hose angezogen, weil es kalt und dicke Socken. Und dann musste sie halt auch noch einen dickeren Pullover als sonst anziehen, weil sonst hat sie mal einen dünnen Pullover und eine Strickjacke an. Dann musste man einen dickeren anziehen, weil es richtig kalt war. Den hat ihr schon wieder nicht gefallen. Die hat sowieso immer chronische Hitze irgendwie. Die ist da abgehärtet mit Temperaturen. Außer im Sommer, ey, 50 Grad im Schatten in der Hütte. Ich nur im Boxershort im Wohnzimmer und Fliese weg. Ventilator an, überall Schatten gemacht. 5 Ventilatoren aufgestellt. Und meine Tochter ist kalt beim Fernsehen gucken. Die setzt sich hin, die schwitzt wie ein Tier. Oder ist auch warm, sagen wir mal so. Und die setzt sich hin, macht und Fernseher, wenn der Fernseher an ist, setzt sich hin, sag ich hier, oder sie will gucken. Ist ja scheißegal wie. Von dem Augenblick, wo die sich hinsetzt und sich auf den Fernseher konzentriert, schlagartig ist bei ihr Minusgrade, ist schlagartig total kalt und die braucht immer eine Decke zum Zudecken. Ich weiß es nicht, also ist wohl ein typisches Frauenproblem. Könnt ihr ja mal runterschreiben, ob ich habe ja auch Frauen als Abonnenten, das weiß ich ja, ob euch das genauso geht. Oder wenn ihr Kinder habt, ob die genauso sind, das würde mich jetzt echt mal interessieren. Doch ein bisschen wenig aus, hätte ich doch mal 4 Pakete holen sollen. Doch, ist toll. Ist mir gut gelungen. Ist mir echt gut gelungen. Eine gesunde Schärfe, so muss es sein. So ist es schön. Die Kartoffeln sind hier ohne machen.
So, dann das auch mal runterstellen auf 1. Ja, selbst in der Küche hört man meine E-Mails. Entschuldigt Leute. Ich warte halt auf eine E-Mail vom Kollegen. Weil normalerweise ist das Wochenende immer aus. Wochenende arbeite ich nicht. Aber mein E-Mail-Postfach ist halt auch das Firmenpostfach, ist ja alles in E-Mail. Also in meinem E-Mail-Programm. Doch, perfekt. Der Sauerkraut ist super. Der Sauerkraut ist echt super, der kann so bleiben. Da können wir so ja den Herd abdrehen. So, hier nochmal. Beinahe wieder angefasst. Nochmal durchmischen. So, nur eine Ecke probieren. Perfekt. Ist mir gut gelungen. Ist mir richtig gut gelungen. So, dann gleich mal aufräumen. Die Gabel will ich gleich nehmen zum Essen. Essig habe ich nicht gebraucht, die andere Zwiebel habe ich auch nicht gebraucht. Teller für mich brauche ich auch. So. Wo mache ich denn die Kartoffeln jetzt drin? Die kann ich ja schlecht. Die lasse ich im Top einfach so drin. Schädig da vor Ort. Was ist, Mann? Josie? Kommst du mal bitte? Ja. Bring mal das auf in die Mitte vom Tisch. Da mache ich gleich die heißen Kartoffeln rauf. In der Mitte vom Tisch hingelegt. So, jetzt könnt ihr sehen hier. Jetzt machen wir hier einfach mal tote Oma rauf. Das ist, glaube ich, ein bisschen viel. So. So. Naja, noch ein bisschen mehr. Die kriegen gleich, nicht dass hier oben jetzt dicke ist, weil das sind Mädchen. Und falls ihr jetzt sagt, dass ich behaupte, Mädchen zicken rum, ja. So. Gut, bei mir ist ein bisschen auseinandergelaufen. Sieht jetzt aus wie, ja, ich weiß nicht gut, aber es schmeckt nicht so, wie es aussieht, das kann ich euch versprechen. So, meine Cola muss ich auch noch mit ins Wohnzimmer nehmen. Oh, meine E-Kippe. So, Platz machen, dass ich hier den Top mit der Wurst gleich hinstellen kann. Obwohl, wir machen mal anders. War schon toll. Wenn man jetzt hier noch Platz hat. Zum Kochen und zum Abstellen. So. Aua, heiß. So.
Handtuch weg. Brauche ich nicht mehr. So, und dann einmal Sauerkraut. Einmal Sauerkraut. Für Irne. Dann Sauerkraut für die andere. Wollt ihr viel Sauerkraut oder nicht so viel? Wenig. Wenig, okay. Eine kleine Kelle. Ja, rausbleiben. So. Ach, wenn ich das Pigmentkorn haben hier. So. In der Mitte kommen wir dann hier die Kartoffeln dann rauf. Die ja jetzt hier schon fertig sind mit Kochen. Ja, können wir hier überall Null machen. Hier schrubbt wird der Herd dann nachher. So. Heiß. Ja, das ist schon eigentlich so gut wie das ganze Wasser verkocht. Wird selbst der Griff schon heiß hier. Ach, da muss ich jetzt das erstmal noch hier wieder wegstellen. So kann ich das da nicht darin schütten, das heiße Wasser. So. Dann hier das, oh, das Wasser wegschütten. Das brauchen sie ja nicht mehr kochen. Dann kann ich die Kartoffeln da noch mit drauf schütten. So. Und das wird jetzt auf den Tisch gestellt. Dann kann ich da Pellkartoffeln mitmachen gleich. Die schäle ich jetzt nicht in eine Küche, weil da können die Mädchen selber machen. Dann brauche ich erstmal eins, zwei, drei Messer zum Schneiden, Kartoffelschälen. Gabel hat meine Tochter ja schon hingepackt. Hier ist meine Gabel. So, das soll es gewesen sein, soweit. Das soll es soweit gewesen sein. Ich werde jetzt noch mal kurz mal so machen. Kurz einen halben Rundgang machen durch meine Küche. Opa, wartet mal, ich muss den Griff hier erstmal machen. Das hat das auch noch gefüllt haben. Ich wollte euch hier noch mal erklären. Hier oben die Schränke, die sind neu rangemacht worden. Also der für Brot und da. Und das, hier sind eigentlich die Dinger drin. Die sind jetzt da lang verteilt. Hier unten der Schrank ist neu. Der Schrank ist neu, der Herd ist neu. Hier hatte ich eine 2,50 Meter Arbeitsplatte geholt. Achso, die Spüle ist auch neu. Hatte ich eine 2,50 Meter Arbeitsplatte geholt, weil die war im Angebot und die ging dann etwa bis hier. Und dann haben wir dann das Stück bis hier weggeschnitten und haben hier von der anderen 2,50 Meter, habe ja zwei, das Stück hochgesetzt, dass wir dann da auch noch ein bisschen Lücke haben, damit das hier variieren kann, dass da ein bisschen drin ist. Und hier habe ich extra einen kleinen Schlitz gewollt. Wir haben auch hinten noch mal einen kleinen Schlitz, wo die Heizung ist. Kann man auch mal drunter stellen. Und hier den wollte ich unbedingt haben. Für, ja, für die Bleche und so. Weil mein alter Herd war ja kein Einbauherd. Der hat unten so ein Schubfach gehabt. Habe ich bei dem nicht. Also stelle ich mir die denn da schön an der Seite. Dann da, das ist neu. Der hier ist noch die von der zweiten Arbeitsplatte. Jetzt habe ich gedacht, hier reicht es noch bis darüber. Hat es nicht erreicht. Jetzt warte ich, bis die wieder im Angebot sind. Und dann hole ich mir halt, oder ich spare mir 19 Euro, 20 Euro, 30 Euro, keine Ahnung. Hole mir dann nochmal so ein Zwischenstück, dass da noch was hin kann, dass das noch überdacht ist, dass da noch hinstellen kann. Ich habe gedacht, hier reicht es jetzt vom Platz her aus. Reicht immer noch nicht. Ich brauche noch mehr Platz. Die Mikrowelle wurde höher gehangen. Der Schrank ist neu. Ja, und hier habe ich dann auch noch die Abgrenzung, also so ein Klebeband, das muss ich noch rankleben. Hier kommt auch noch außen rum, hier oben, so eine Zierleiste ringsherum, damit das Wasser auch nicht durchfließt. Hier haben wir, seht ihr auch, also um den Übergang zu verstecken, haben wir hier auch so eine Übergangsleiste gemacht. So
sieht schick aus und grenzt sich ab. Ich hätte das so oder so gewollt, dass der Herd einzeln ist, dass wenn der mal kaputt ist und ich mir als nächstes vielleicht nicht einen Einbauherd, sondern wieder einen Standherd hole, brauche ich das nur rausschieben, kann ausbauen sozusagen und kann mir jederzeit wieder einen normalen Herd hier hinstellen, ohne Probleme. Hinten haben wir auch schön angepasst, dass das hier, also nicht wundern, das sieht so ein bisschen komisch aus, das ist, weil die Wand schräg ist. Das Ding ist gerade, ist ja eicht. Habe ich auch hier so gemacht, dass ich hier wenig Platz habe, links und rechts. So ein bisschen was, wo ich mal so ein bisschen hintropfen kann, abtropfen kann. Und dass der Griff hier nicht gleich, wie es irgendwo ist. Weil mein anderer Herd, der stand ja bis fast hier ran. Und da war ja hier praktisch, war ja so. Und da habe ich nicht viel Platz gehabt. Jetzt habe ich hier anstatt so viel Platz, so viel Platz. Und dadurch ist er schön rüber und ich habe hier Platz. Ja, das ist jetzt meine neue Küche. Und das halt das Ausschneiden. Das Ausschneiden, das Zuschneiden. Also das Ausschneiden hat am längsten Zeit gekostet, weil die Stichsäge nicht richtig funktioniert hat. Der Schlitten war locker. Und da mussten wir dann halt immer wieder umdrehen, noch ein bisschen einpassen, umdrehen, nochmal ein Stück, einpassen, nochmal ein Stück. Ja, und dann, hier das Anpassen hat nochmal ein bisschen Zeit gekostet. Dann mussten wir dafür extra im Baumarkt. Für die Schrauben mussten wir noch, also die Schrauben, die jetzt hier drin sind, das sind andere als die mit bei waren, die mussten wir nochmal extra im Baumarkt. Also wir mussten ja alle, ich musste alle Nase lang nochmal im Baumarkt irgendwelche Scheiße holen. Wie gesagt, ich hatte alles komplett. Außer jetzt das für die Mikrowelle, das 20-Euro-Ding hat gefehlt. Und die Spüle kam, war halt eine Ausgabe, die nicht sein musste. Dann noch so ein bisschen andere Kleinkram hier so. Und dann auch noch das Bett für meine Tochter neu. Ja, und dann war ich dann locker mal bei 300 oder knapp 300 Euro, was ich in die Küche mehr investiert hatte, als eigentlich geplant war. Weil ich habe auch noch hier einen neuen Abfluss und eine Scheiße neu. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Fragen zu mir habt, einfach unter Video posten. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Hangout, was weiß ich. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr das seht, ist das Wochenende natürlich schon vorbei. Ich zeige euch nochmal eine schöne Aussicht hier. Das ist doch, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen, dass es schneit? Ja, das ist meine Aussicht aus der Küche. Es schneit. Ja, Fenster sind so ja schon beschlagen vom Kochen und so. So richtig winterliche Stimmung. Nächste Woche fange ich an, weihnachtlich zu dekorieren. Mal gucken, dann werdet ihr in den nächsten Videos auch einen Weihnachtsbaum im Hintergrund sehen. Weil ich weiß nicht, wie ich es anders stellen soll hier in der Hütte. Von daher, ich bin jetzt erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.